Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist der einzig wahre Leonidas Arkona. Ja. Wir haben heute den Sheet Curl Battle vor, nicht bei irgendeinem Wettkampf, sondern direkt auf der FIBO. Und den werden wir zusammen machen. Er ist der Hauptmoderator, ich bin der Assistent. Ja, du wirst uns quasi diese Meisterschaft leiten. Wir haben nur zwei Versuche für die Maximalkraft. Richtig, eigentlich wäre ja heute die Cheat Curl Meisterschaft von Wolfgang. Aber wir haben jetzt hier unsere eigene Cheat-Curl-Meisterschaft direkt auf der FIBO veranstaltet. Wir sind quasi auch das Kampfgericht, ne? Also hier geht es wirklich um maximalen Spaß, Entertainment, schwere Gewichte, krasse Leistung. Mit dabei Vadim Brick, Milan aus der Gummibärchenbande und wer ist es noch? John macht noch mit, von deinem Schwarzwald-John und der ist auf jeden Fall auch ein ganz strammer Kandidat. Das wird. Also heute werden ordentlich Gewichte geköllt. Vadim wollte heute eigentlich einen neuen Rekord machen, aber ihr habt eben aus Spaß, die beiden Jungs haben eben 10 Minuten vor dem Wettkampf hat die Uni jetzt gesagt, komm mal her, machst du Armdrücken, haben sie so ein bisschen rumgespielt. Oh, das ist aber wirklich. Und ich schwör's, das Ding hat ihm alles versaut heute noch. Und dann macht's einmal knack und dann war's das. Und Vadim wollte sich natürlich beweisen vor die Uni das und sich nicht lumpen lassen und jetzt ist er am Arsch. Fett Applaus für Johannes Lukas. Einer der ältesten im Game seit 11 Jahren, Alter. 11 Jahre schon dabei. Wie fühlt sich das an? So lange bei Großartig. Ja. Und ich habe das Gefühl, die Fitness-Community, die wächst immer mehr. Es werden immer mehr, Leute. Geil, Mann, wirklich. Wisst ihr, was ein Cheat Curl ist? Oder sollen wir euch das mal ganz kurz erklären? Wer weiß, was ein Cheat Curl ist? Ja, die Männer, die wissen das natürlich. Ein paar Leute wissen Bescheid. Also ein Cheat Curl. Ein Cheat Curl ist im Endeffekt ein Curl mit ein bisschen Schwung. Das Reglement ist heute folgendermaßen. Die Athleten, die hinter der Bühne sind, die werden heute das Maximalgewicht versuchen rauszufinden. Und ich glaube, da wird heute richtig was gehen. Glaubst du, 110, 120 Kilo werden heute drin sein? Oder vielleicht sogar noch mehr? Ja, du stellst die Frage schon so. Ich befürchte, die Jungs sind richtig heiß. Drei von den Kollegen kennt ihr vielleicht schon. Zum einen Schwarzwald-John. Oh ja, der hat richtig Bock. Dann der 125 Kilo Bodybuilder Vadim Brick, erst 18 Jahre jung. Der will auch unbedingt heute gewinnen. Der will den Jungs mal zeigen, wo der Hase lang geht. Und dann haben wir noch den 16-jährigen Milan. Und, Leute, das sind die ESN-Athleten, aber wir haben noch andere Athleten, die nicht von ESN sind, und zwar von euch, von der Community. Und da würde ich sagen, bitten wir doch einfach mal alle Athleten von ESN und von der Community rein. Einmal ganz kurz Applaus für all unsere Athleten. Jawohl, da kommen sie schon. Die haben sich jetzt alle Backstage ein bisschen warm gemacht. Wir wollen jetzt nämlich keine Verletzung hier haben. Und man sieht schon... Kommt ran hier, Jungs! Was ist da los, Alter? Wo die Jungs aus der Community, die trauen sich nicht! Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den Cheat Curls. Also worauf sollten wir denn noch mal achten? Also ich sag mal so, ihr alle kennt den Cheat Curl, ne? Man macht so einen Satz Bizeps Curls und die letzten zwei, drei Wiederholungen, hoffentlich nur die letzten, nicht von Anfang an, holt man dann ein bisschen Schwung und bringt die Hüfte mit rein. Ich würde sagen, ich zeige euch ganz kurz mal, wie ein Cheat Curl im Optimalfall aussehen sollte. Das ist ein Deal. Was ist dein Rekord? Und der deutsche Rekord? Saftige 150 Kilo. Ihr habt richtig gehört. Also, ich stelle euch hin, Schwung, zack, fertig. Ist kein Hexenwerk. Das ist alles. Ihr dürft halt nicht einen Ausfallschritt machen, ihr dürft nicht hopsen dabei, ihr dürft nicht irgendwie die Füße abheben. Genau, die Füße aber sollten Schwung nehmen. Die Füße sollten stabil auf dem Boden sein. Also, wenn ihr das im Gym mal ausprobiert, da habt ihr die Regeln. Wer startet? Ich bin Alessio. Alessio, wie alt bist du? Ich bin 22. Und darf ich fragen, was du wiegst, Alessio? 94. 94 Kilo. Was hast du dir heute vorgenommen? Mit welchem Gewicht möchtest du starten? Ich starte mit 40. Ich möchte realistisch sein. Ich mache nicht lange Krafttraining, weißt du. Deswegen, aber ich möchte mindestens heute die 60 knacken, vielleicht sogar die 70. Versuch Nummer 1 für den jungen Mann. Auf geht's. Macht mal ein bisschen Lärm für ihn jetzt hier. Let's go. Und Start. Wunderbar. Easy. Geil. Da hat ja die Marie Schwung geholt. Gültig. Also auf geht's. 60 Kilo, Versuch Nummer 1 für dich. Let's go, mein Lieber. Stage is yours. Das ist schon fast 10 Kilo mehr und dann hat er schon sein Körpergewicht gecurlt. Und Action. Jawohl. Schön kontrolliert runtergelassen. Die Jungs unterschätzen sich ganz schön. Da geht noch viel, viel mehr. Also dann, Leute. Einmal ordentlich Applaus für Kevin. 80 Kilo, Versuch Nummer 1. Let's go, mein Lieber. Komm, Kevin. Wunderbar. Easy. Perfekt. Gültig. Jawollo. Leon, wir haben danach noch zwei 75 Kilo Athleten, ja? Wie viel? Zweimal 75 Kilo für zwei Athleten. Ah ja, okay. Okay. Sehr athletischer Typ. Let's go. Maschine, Junge. Komm, okay. Zeig. Oh. Hammer.
Ah, wollen wir den gültig geben? Er ist sehr. Hier, kann man den gültig geben? War der gültig? Der war gültig. Er ist ein bisschen nach hoch gekommen mit den Füßen, aber ich fand den schön. Aber gehen wir gültig? Ja, okay, na gut. Alles klar. Okay, 90 Kilo. Auf 75 Kilo nochmal. Es sei denn, jemand will nochmal 90 probieren. Ist jetzt schon der zweite Versuch für den Athleten. Mal sehen, ob er die 90 Kilo schafft. Komm, auf geht's. Oh, der erste Fehlversuch. Leider nicht gültig. Aber er hat sich getraut, Leute. Leider nicht gültig. 75 Kilo bitte auf die Hand für die Scheibenstecker. 75 Kilo, damit alle Athleten hier auch an den Start gehen können und zeigen können, was sie drauf haben. Denn es geht schließlich um diesen Pokal hier. Und um Gutscheine von ESN, wohlgemerkt. Okay. Komm, let's go, Junge. Hände aus den Taschen. Gib mal Gas jetzt hier. Zeig mal, was du kannst. Let's go! Komm, los geht's, jetzt auf geht's, komm. Stabil stehen, breiter Stand, schnelle Hüfte. Jawoll, schönes Ding. Gültig. Ja, lange Arme, langer Hebel. Let's go! Und hoch. Easy. Die Athleten der Community sind sehr stark, aber jetzt habe ich doch mal Bock, jemanden zu sehen, den wir alle schon mal kennen. Schwarzwald John! Yeah, fetten Applaus für Schwarzwald John! It's your first try. Komm mal mit nach vorne. Wie viel Gewicht willst du im ersten Versuch drauf haben? 100 Kilo? Ich will, dass du mehr machst als 100 Kilo. Wollt ihr, dass er mehr macht als 100 Kilo? 105? Können wir uns auf 105 einigen? Ja, komm, let's go, John. Vor allem wird es auch für Vadim spannend, weil der will auch 100, 105 Kilo Köln. Kann ich euch intern schon mal verraten. Das wird hier ein spannendes Ding auf jeden Fall zwischen den beiden. Einmal für John. Macht mal richtig Alarm, Leute. Let's go, John. 105, let's go. Come on, John. Auf geht's. Let's go. Yes. Easy. Oh. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gültig geben lassen kann. Also, er hat sogar einen Stolperer mit dabei gehabt. Was meint ihr? Ja oder nein? Okay. Ey, pass auf, wir machen einen Deal. Wenn er den zweiten Versuch nicht schafft, dann kriegt er den ersten gültig. Weil er will ja beim zweiten bestimmt das Gewicht steigern, oder? Ich würde sagen, wir machen einen besseren Deal. Er macht einfach einen zweiten Versuch und den macht er gültig, oder? Perfekt! Das wäre der Deal. Also, Leute, das wird ja heute richtig spannend. Ja. Vadim. Was hast du dir vorgenommen für den ersten Versuch heute? Also ich habe mir vorgenommen, John zu matchen. Also ich will auch meinen amtierenden deutschen Rekord bis zur Jugendklasse 100 Kilo hier jetzt probieren. Aber 100 Kilo sind schon eigentlich gefallen. 105 Kilo wäre the real test. Willst du... Lass dich nicht beeinflussen, Vadim. Steigen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Der Coach sagt... Mach 100 Kilo auf Nummer sicher, du hast noch keinen gültigen Versuch in der Wertung. 100 Kilo, dreistellig. Wenn er das macht, das wäre geil. Erster Versuch. Was sagt dir denn dein Gefühl? Also ich werde im ersten Versuch erstmal 100 Kilo machen und im zweiten Versuch versuche ich dann John zu schlagen. 100 Kilo, macht mal bitte richtig Stimmung, der muss die schaffen, Leute. 100 Kilo auf der Hantel. John, Leute. Also auf. Vadim, 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 Vadim. Yes. Easy, jawoll. Ja, und so ihn auch schön kontrolliert runtergelassen. Und der Versuch, stark, Mann. Der Versuch war gültig, oder nicht? Hä? Wunderbar. Ja, war doch schön. Schön. Und dann haben wir noch den 16-jährigen Milan. Den 16-jährigen. Leute, 16 Jahre jung. Milan, was hast du dir vorgenommen? Zum Starten 80 Kilo. 80 Kilo, stabil mit 16. Du hältst auch den deutschen Rekord im Swickerl? Ja. Ja, ja, gut. Sehr gut. 80 Kilo mit 16 Jahren und knapp 100 Kilo Körpergewicht. Tut mir mal einen Gefallen. Feuer den Buschmann. Macht mal ein bisschen Stimmung. 16 Jahre jung. Milan. Komm, das ist so leicht. Komm, Milanski. Yeah. Easy, ja. Da gehen noch 10 Kilo mehr, Milan. Alter, Junge, ey. Wahnsinn. Was ist noch mit den Jugendlichen heutzutage los hier? Hä? Ja, krass, Mann, wirklich. Saustark. Jetzt kommen die zweiten Versuche. Wollen wir dich dazulassen? Wie war das? Alessio. Ich mache weiter mit 52,5. 52,5 für deinen finalen Versuch. Finalversuch? Ja, du hast zwei Versuche. Einen hast du schon. Okay, nee. 55 dann. Du wolltest eigentlich 60 im zweiten machen. 55 bitte. Wie lange trainierst du denn schon? Wie bitte? Wie lange trainierst du schon? Um die 8 Monate. 8 Monate, okay. Versuch Nummer 2. Komm, Alessio. Bist du bereit? Ja. Let's 55 go. Kilo jetzt. Come on. Stabiler Stand und hoch die Hantel. Jawohl. Easy. Yes. Jawohl.
90. Oh. Let's go. Hey, ihr dürft anfeuern. Hey, Leute, es sind 90 Kilo hier. Komm, let's go. Zweiter und letzter Versuch. Action, come on. Schade. Ein bisschen zu schwer. Wie viel willst du im zweiten Versuch machen? 70. Alright, let's go. Wie viel hast du dir vorgenommen? Wie viel Kilo willst du im zweiten Versuch schaffen? Vielleicht nächstes Mal 95. 95? Ja. Okay, gut. Du hast nur zwei Versuche. Ah. Dann gib Gas 100. 100? Oh, Ansager. Oh. Bitteschön. 70 Kilo, zweiter und letzter Versuch hier. Komm nochmal alles rein, der Ziel. Das ist für das Körpergewicht. Oh, jawohl! Eine Wiederholung Curls mit dem eigenen Körpergewicht. Das wären bei mir 120 Kilo. Muss man erstmal schaffen. Sie sahen schon sehr schwer aus. War das jetzt für dich ein Rekord? Ja, ich glaube schon. Ich trainiere normalerweise keine Arme. Darum. Du trainierst keine Arme? Nee. Da stellen sich mir 10.000 Fragen, warum du keine Arme trainierst, Alter. Ja, wenn die Schultern größer als die Arme aussehen, sieht es einfach besser aus, finde ich. Aber warum nicht einfach alles groß? Ja, ich will ja nicht übertreiben. Mach Spaß. Starke Leistung. Zweiter Versuch. Come on. Aber sieht sehr gut aus. Gute Technik. Er hat eine gute Technik. Yes. Jawohl, super Technik. Ganz toll gemacht, Alter. Aber jetzt haben wir nicht ab. Gültig. Hast du aber schon geübt, ne? Einmal, ja. Ach komm, hast du einmal geübt? Ja, also mit der SZ, ja, mit der Langhantel hatte ich auch einmal geübt. Aber das sieht aus, als würdest du das immer so machen. Das sieht sehr gekonnt aus. Nee. Ja, wer hat, der kann. Nicht sicher, aber ich probiere. Wie alt bist du? 29. Wie lange trainierst du schon? Seit 6 Jahren. Okay, das sieht schon sehr stabil aus. 100 Kilo will er jetzt Köln im zweiten Versuch. 3 Wochen vor dem Wettkampf. 100 Kilo auf der Hantel. Komm, wir brauchen hier, let's go. Ah! Was sagst du, Leon? Gibst du den gültig? Ich würde sagen, wir geben den gültig, oder? Geben wir den gültig? Geben wir den gültig? Na bitte, sehr schön. Jetzt muss ich aber sagen, jetzt wird es interessant. Es gibt eine Person. Er liebt heiße Milfs. Man sieht's schon an seinem Shirt. John, bitte komm einmal nach vorne. Willst du noch mal mehr als 105 Kilo? 115 oder 17. Was für ein Gewicht willst du jetzt ballern? 115 oder 117. Was wollt ihr sehen? 115? 10 Kilo mehr, Alter. Bist du dir sicher? Wie viel willst du jetzt Köln, John? 115 oder 117? Dann würde ich sagen 117. 117 Kilo? Also wenn er die 117 schafft, dann wird es für Vadim richtig schwer, da ranzukommen. Das kann ich euch sagen. John! Und let's go! Ja! Oh. Leider nicht. Leider ein bisschen zu schwer. Ah. Vielleicht wären die 115 besser gewesen. Milanski, wie viel willst du jetzt machen? 90 Kilo. Okay, 90 Kilo. Das müsste dann deutscher Rekord sein, oder? Ja. Dann stellst du hier heute auf der BIMO den neuen deutschen Rekord im Schiedekoll ein. Ja. Gib ihm. Dabei. Feuert ihn an. Let's go, Milan. Komm an, Milan. 90 Kilo, neuer deutscher Rekord. Let's go. Ja, schade, Mann. Schade. Hättest du mal Designer war mehr gegessen. Warte mal, Johannes, warte mal. Das müsste doch jetzt eigentlich der letzte und finale Versuch sein. Das ist doch jetzt der allerletzte Versuch. Jeder von euch ist durch, oder? Ja, richtig, korrekt. Alle sind durch. Jeder hat seinen zweiten Versuch jeder gemacht. Jeder hat seinen zweiten Versuch gemacht, bis auf Vadim Brik. Also jetzt zählt, Leute. Wie viel Gewicht wirst du jetzt wählen, Vadim? Ich habe mir selbst vorgenommen, ich will heute einen neuen deutschen Rekord aufstellen mit 110 Kilo. Aber das wird schon ziemlich heavy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schaffe. Du bist dir nicht sicher, ob du es schaffst? Was ganz Neues bei mir, aber ich gebe mein Bestes. Soll er auf 110 Kilo steigern?
Okay, das war doch eindeutig, oder nicht? Vadim kann jetzt mit 18 Jahren auch Schwarzwald-John schlagen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf? Eigentlich gar nichts. Ich bin leicht nervös. Aber ich stelle mir wieder vor, wie ich dieses Gewicht curl. Ich stelle es mir in meinem Kopf vor und damit ist meistens auch Realität. Okay, ich lasse dich jetzt für dich sein. Nimm den Moment. Mal an. Ich weiß, Vadim braucht den Applaus. Er braucht die Publikum. Fokussier dich. Er braucht wirklich euren Support. Und dann hau die Dinger hier weg. Wir brauchen euch jetzt, Leute. Das ist der letzte Versuch heute. Vadim. Alles in den rein. Komm. Satzen. Komm jetzt. Komm schon, Vadim. Heute einmal richtig Applaus. Der letzte Versuch. Und komm. Ja. Ja. Geil! Hat doch super geklappt! Und der war auch gültig, oder? War der gültig? Was für ein geiles Finale, Leute! Geil, Mann! Ich kann euch nur eins sagen, das war eine richtig knappe Kiste. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Milan muss leider auf den vierten Platz, aber wir haben einen dritten Platz. Und zwar ist das aus der Community Kevin Schulz. Glückwunsch, mein Lieber, und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Glück für deinen Wettkampf. Platz Nummer 2. Komm vor. Schwarzwald-John, komm. Es war ein knappes Rennen. Strong. Auch John hat ein bisschen zu hoch gepokert. Dein 110 Kilo hättest du bestimmt auch geschafft, oder? Wegen meinem Knie, weißt du? Ah, wegen deinem Knie. Aber du körst doch nicht mit dem Knie, oder nicht? Ich glaube, John, du musst wieder mehr Döner essen. Und ich darf den Sieger verkünden, der 18-jährige Vadim Brick. Glückwunsch, Dicker. Und schön neuen Rekord aufgestellt. Die Kämpfe geschafft. Also es ist wirklich Top 10 Moments, not gonna lie. Wir sind jetzt so eine geile Community, ich meine, schaut euch das an. So, war schon ein epischer Moment und ich glaube, euch hat es auch gefallen. Ja, finde ich doch ganz gut, oder? Seid ihr unterhalten gewesen, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber stark, einfach deutsche Rekorde aufgestellt, Mann. Unfassbar, 110 Kilo, danke, gerne.